Suche nach Tayo auf YouTube. Mir ist so schwindelig. Es ist das Busdepot. Ich wusste es. Es war nur ein Traum. Hallo zusammen. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich habe mich versehentlich geschrumpft und... Hallo? Warum sagt ihr denn nichts? Das ist Rookies Neffe aus meinem Traum. Dann heißt das... Nein! Es war kein Traum! Lass mich runter! Das macht Spaß. Jemand muss mir helfen. Winziger Tayo. Es war ein schöner Tag und Tayo ruhte sich im Busdepot aus. Mir ist langweilig. Es ist fertig. Wow! Was ist das denn, Hana? Hallo, Tayo. Also, das ist eine Schrumpfmaschine. Eine Schrumpfmaschine? Ja, mit dieser Maschine kann ich Dinge schrumpfen, damit man sie leichter tragen kann. Wow, das ist fantastisch! Oh, das stimmt. Kannst du bitte kurz darauf aufpassen, während ich schnell was aus dem Lagerraum hole? Aber gern! Sei vorsichtig und fass bitte nichts an. Okay! Eine Schrumpfmaschine! Sieht wirklich interessant aus. Was ist das? Vielleicht sollte ich mal draufdrücken. Nein, ich kann nicht. Hana hat gesagt, ich soll nichts anfassen. Aber ich will sehen, was passiert. Ich habe ihn angefasst. Was? Moment, es passiert nichts. Was? Was ist mit mir passiert? Tayo? Verschwunden. Was ist passiert? Seit wann ist Hana so groß? Oder vielleicht... Ich habe mich selbst geschrumpft. Wie seltsam. Hana! Rookie, Pat, was führt euch beide hierher? Wir sind wegen einer Reparatur gekommen. Hey, ihn habe ich noch nie gesehen. Oh, das ist mein Neffe, Ginny. Hallo. Ich verstehe. Hallo, Ginny. Du siehst aus wie dein Onkel. Warte hier. Ich werde Pat reparieren. Okay. Komm schon, Pat. Hana, warte! Hana! Oh nein! Sie kann mich nicht hören. Wer ist dieser Junge? Hey, er ist unter die Bank gerollt. Hab dich. Alles erledigt, Pat. Danke, Hana. Hey, Ginny. Hallo. Hana! Danke fürs Warten. Kein Problem.
Ich muss hier raus. Oh, hä? Ich hab's geschafft. Hanna, ich bin's, Tayo. Oh, Ginny, du solltest dein Spielzeug nicht herumwerfen. Halt es diesmal etwas besser fest. Oh. Nein! Vielen Dank. Danke, Hanna. Bis später. Mhm. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Ginny! Hanna! Hanna! Na. Mir ist so schwindelig. Es ist das Busdepot. Ich wusste es. Es war nur ein Traum. Hallo zusammen. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich habe mich versehentlich geschrumpft und... Hallo? Warum sagt ihr denn nichts? Das ist Rookies Neffe aus meinem Traum. Das macht Spaß. Jemand muss mir helfen. Tayo, der kleine Bus. Du kannst Tayo nicht finden? Nein, er ist seit heute Morgen verschwunden. Hat er etwas zu euch gesagt? Nein. Nichts. Dann suchen wir ihn. Hanna bleibt hier. Okay. Ich muss zurück zum Depot. Meine Freunde machen sich bestimmt Sorgen um mich. Aber wie komme ich nur da runter? Alles klar, ich muss da rüberkommen. Ich hab's geschafft! Wo bist du? Hä? Was ist das? Oh. Das ist Ginnys Spielzeug. Ich dachte, ich hätte es ihm zurückgegeben. Oh, Ginny, du solltest dein Spielzeug nicht herumwerfen. Halt es diesmal etwas besser fest. Oh nein! Dieses Spielzeug war... Tayo! Er schläft immer noch tief. Wie komme ich nur hier durch? Ich muss die Tür aufmachen. Das ist es! Alles klar. Eins, zwei, drei. Geschafft. Ich verschwinde.
Lucia, komm her! Ja! Onkel! Hallo, Ginny! Hannah und Rocky! Ginny, wir haben ein Geschenk für dich. Wirklich? Wow! Ja. Tada! Das ist eine Weltraumrakete. Ist sie nicht cool? Wow, super! Hier, Ginny. Ich nehme das mal kurz. Ich steck die Rakete für dich rein. Okay. Einen Moment. Hier. Oh, Hannah! Okay, bitteschön. Oh, cool! Danke, Onkel! Tayo, geht es dir gut? Ich hab dich vermisst, Hannah! Okay, bist du bereit? Da! Oh, Tayo! Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Ja! Wir haben alle nach dir gesucht! Tut mir leid, ihr Lieben. Jetzt weißt du, warum du keine gefährlichen Maschinen anfassen sollst. Ja! Ich fasse es nicht nochmal an, selbst wenn du es mir sagst. Oh, Tayo! Nach einem ungewöhnlichen Tag war Tayo sehr glücklich, seine Freunde wiederzusehen. Tayo und Rogi haben heute frei, also gehen sie am Flussufer spielen. Hallo Rogi, fang das! Gut! Autsch! Rogi, das hast du mit Absicht gemacht! Nein! Ich dachte nicht, dass du einen so einfachen Schlag verpasst! Was? Rogi? So willst du es also! Du bist nicht so gut wie ich! Was hältst du davon? Oh nein! Nein! Er ist deinetwegen da reingefallen! Weil du ausgewichen bist! Na los, holen wir ihn raus! Na los, schnell! Halt still! Es wackelt! Nur noch ein bisschen weiter! Mach es einfach! Was? Ist hier nicht irgendwas seltsam? Was? Oh nein! Wir treiben davon! Halt still! Sonst fallen wir rein! Okay! Ist das nicht Bonbon? Tayo, was machst du da? Schön, dich zu sehen. Hilf uns! Das sieht lustig aus. Ich will auch darauf. Aber wir spielen doch nicht. Wir sitzen in der Klemme, Bonbon. Also egal. Hol Rufi und Pet schnell her. Nein, wir brauchen sofort er. Nein, wir brauchen Rocky. Er. Rocky. Er. Also, wen soll ich holen? Irgendjemand. Okay. Hol irgendjemanden. Hol irgendjemanden. Wer ist irgendjemand? Wow, das ist ein Panda. Ein süßer Panda. Das macht Spaß. Bonbon. Da bist du ja. Fahren wir. Wir müssen doch heute noch zur Werkstatt, nicht wahr? Stimmt. Fahren wir dann? Okay. Oh nein. Bonbon scheint Tayos und Rogis Bitte vergessen zu haben. Da hat uns Rogi ja was Schönes eingebrockt. Ohne Tayo wäre das nie passiert. Mein Magen fühlt sich komisch an. Ich glaube, ich muss pupsen. Was machst du denn? Kannst du stillhalten?
geben. Sowas kann passieren. Ist schon okay. Bonbon holt schon jemanden. Du wirst schon sehen. Oh. Carrie, warum sind wir hier? Für euren Check-up, um zu sehen, ob ihr gesund seid und ob ihr stärker werdet. Da seid ihr ja alle. Eine Spritze! Kinder, davor müsst ihr wirklich keine Angst haben. Ich will trotzdem keine. Wo bleibt Bonbon bloß? Oh, wir könnten versuchen, Hana anzurufen, anstatt einfach so zu warten. Okay, mach es jetzt. Weint doch nicht, Kinder! Ich will aber keine! Was mache ich denn jetzt? Sie geht nicht dran! Wirklich? Versuch es nochmal! Das ist ein Vogel! Du bist aber niedlich! Bist du allein hier? Oh, du bist bestimmt einsam! Es wäre gut, wenn deine Freunde hier wären! Was? Welches Lied soll ich singen? Irgendeins, schnell! Okay. Hinauf in den blauen Himmel, fliegen in den Himmel hinauf, über die Wolken und warmen Sonnenlicht. Die Vögel sind von Rogis lautem Gesang überrascht und fliegen davon. Oh, das reicht, Rogi. Oh. Sie sind alle weg. Was für eine Erleichterung. Aber warum sind sie alle weggeflogen? Der kleine Bus. Da, siehst du? Es tut nicht weh, wenn man es wirklich versucht, oder? Ja. Wie lange sollen wir denn noch warten? Er müsste der Reihenfolge nach überprüft werden, also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das ist langweilig. Stimmt. Wenn Tayo hier wäre, würde er bestimmt mit uns spielen. Tayo? Stimmt. Also gut, Bonbon. Du bist jetzt dran. Was erledigen? Was denn? Ich brauche irgendjemanden, irgendjemanden! Bonbon, du solltest nicht jammern, nur weil du nicht geprüft werden willst. Nein, mir wurde gesagt, dass ich kommen muss. Oh, keine Sorge, Bonbon. Komm her. Ich war wirklich... Wann kommt Bonbon endlich zurück? Vielleicht sind wir zu weit weg. Ich kann gar nicht mehr telefonieren. Das ist gar nicht gut. Was? Sind das Speed und Shine? Rufen wir sie! Speed, Shine! Sind das nicht Tayo und Rogi? Wow, sie fahren ein Boot! Das sieht lustig aus. Hey, wir wollen auch mitfahren. Sie schauen uns an! Shine, rette uns! Schnell! Was sagt er? Er will irgendjemanden retten. Was brauchst du? Sie können uns nicht hören. Was ist los? Sie haben gewendet. Schnell, wir müssen in die andere Richtung. Rogi, mein Bauch tut wieder weh. Was? Nein, nicht jetzt. Verknallst dir, Tayo. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Sie sind weg. Das ist schnell. Also wirklich, sie wollen lieber alleine Spaß haben. Ich weiß, die sollten sich schämen. Die Untersuchung der Babyautos ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Es war bestimmt schwer, die Kinder jammern zu hören. Nein, ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist. Dankeschön. Und los geht's. Okay. Jetzt kann ich mich ausruhen. Hallo, Hana. Kinder, hattet ihr Spaß? Ja. Wo sind Tayo und Rogi? Sie sind noch nicht zurück. Wir waren nicht mit ihnen zusammen. Wirklich? Es wird dunkel. Soll ich sie anrufen? Tayo hat mich vorhin angerufen. Was war denn los? Die Person, die Sie anrufen, befindet sich außerhalb der Reichweite. Außerhalb der Reichweite? Das ist seltsam. Wie weit sind wir jetzt schon weggetrieben? Ich weiß nicht. Und die Wellen werden noch größer. Wir krachen da
gerade so gut gepupst, als du es nicht solltest. Ich kann wirklich nicht. Es ist zu spät. Das war knapp. Rogi, du warst toll. Tayo. Rogi. Wir haben überall gesucht, aber sie sind nirgends zu finden. Ich weiß. Kinder, wo seid ihr? Oh, das sind Pat und Hart. Hey, was ist denn los? Carrie! Tayo und Rogi werden vermisst. Und wir können sie nicht mal anrufen. Oh! Hast du Tayo und Rogi gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ja? Tayo und Rogi. Oh nein! Oh, ich habe Angst. Es ist so dunkel. Ja. Ich bin froh, dass du da bist. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre. Tayo, weißt du was? Das von vorhin tut mir leid. Nein, ich war gemein. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, Rogi. Tayo, wir müssen weiter durchhalten. Ja, jemand wird uns schon retten. Nein, es bricht auseinander. Es bricht wirklich auseinander. Rogi! Tayo! Was machen wir bloß? Wir brauchen Hilfe. Was ist denn passiert? Wisst ihr, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Geht es euch gut? Ja. Uns geht es gut. Das hätte schlimm enden können. Gut, dass Bonbon es uns endlich gesagt hat. Mhm. Es tut mir leid, ich hätte früher kommen sollen. Oh, ihr habt bestimmt Angst gehabt. Ja, aber es war nicht so schlimm, weil wir zusammen waren. Das stimmt. Alleine wäre es viel schlimmer gewesen. Ich werde nie wieder mit dir streiten, Rogi. Natürlich nicht. Wir sind die besten Freunde. Also gut, fahren wir zurück. Es ist schon spät. Okay. Für Tayo und Rogi hätte das wirklich schlimm enden können. Aber zum Glück waren sie zusammen. Wer ist der echte Tayo? Tayo beginnt gerade seinen Tag und hält an einer Haltestelle. Hallo allerseits. Hallo, Tayo. Alle da? Wir fahren jetzt los. Wieso ist die Straße so verstopft? Tayo, ich komme zu spät. Können wir uns beeilen? Ja, wir stehen leider in einem Stau. Nein, was mache ich nur? Oh nein, ich habe schon ausgetrunken. Das ist wirklich lecker. Wollen wir tauschen? Von mir aus? Aber die ist ja leer. Gib mir meine zurück. Hör auf, das zu trinken. Kinder, streitet doch nicht. Oh je. Ihr solltet im Bus wirklich nichts trinken. Tayo, ja? Lass mich hier raus, ja? Ja, das geht nicht. Hier ist keine Haltestelle. Ich hab es aber eilig. Nur dieses eine Mal, ja? Ist es denn noch sehr weit? Das ist einfach zu viel. Dori macht sich Sorgen, weil Tayos Passagiere unzufrieden sind. Tayo. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Endlich fertig. Tayo! Hast du Feierabend? Wir fahren beide zum Spielplatz. Kommst du mit uns? Zum Spielplatz? Gern. Hi, Hanna. Tayo, einer der Busse ist kaputt gegangen. Könntest du hier bitte einspringen? Was? Aber ich habe doch bis gerade eben gearbeitet. Bitte, bitte, Tayo. Die Fahrgäste warten schon. Na gut, dann mache ich's eben. Dankeschön. Was ist los? Ihr beide müsst ohne mich fahren. Nach der Arbeit kehrt Tayo in die Garage zurück. Kommst du
du jetzt erst von der Arbeit? Wir hatten ja so viel Spaß. Rogi! Das klingt toll. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet. Das ist unfair. Ich wünschte, es gäbe einen zweiten Tayo. Dann könnte ich ihm meine Arbeit überlassen und einfach den ganzen Tag spielen. Tayo? Tayo! Oh, hallo! Ah, wer bist du? Ich bin Sternentayo. Ich komme von einem Stern. Sternentayo? Du siehst genauso aus wie ich. Hier siehst du auch genauso aus. Du hast die gleichen Reifen. Du hast dir doch einen zweiten Tayo gewünscht, oder irre ich mich da? Wer bist du? Verlassen wir lieber zuerst die Garage. Also los. Wow. Also ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen? Ja. Ich kümmere mich um die Arbeit und du entspannst dich. Danke, oh, danke schön. Das ist ja klasse. Juhu. Oh, wohin soll ich fahren? Vielleicht an den Fluss? Tayo! Oh? Wieso fährst du an der Haltestelle vorbei? Ja, du musst die Passagiere doch mitnehmen. Tja, ich arbeite heute überhaupt nicht. Ihr müsst einen anderen Bus nehmen. Hallo, Leute. Aber Tayo ist gerade in die Richtung weggefahren. Ja, aber ich bin doch Tayo. Komm schon, steigt ein. Ich verstehe es nicht. Seltsam. Und schon fahren wir los. Tayo, dessen Arbeit von Stern-Tayo übernommen wurde, genießt seine Freizeit. Das ist so erholsam. Oh, wirklich wunderschön. Wow, das macht so viel Spaß. Aber ich frage mich, ob es Stern-Tayo gut geht. Ich sollte wohl mal nachsehen. Der andere Tayo fährt zur Arbeit. Oh, ist das nicht Tayo? Hey, hallo Tayo. Oh, hallo. Hast du gute Laune? Natürlich, Arbeit ist doch klasse. Ist das so? Ich mache mal wieder weiter. Oh, okay, ciao. Er sah gestern so müde aus. Gut, dass es ihm besser geht. No. Er müsste bald hier vorbeikommen. Wir sind da. Ach, da ist er ja. Seid vorsichtig beim Aussteigen. Mal sehen, wie es läuft. Danke dir, Tayo. Das war eine sehr angenehme Fahrt. Danke für deine tolle Arbeit jeden Tag. Gern geschehen. Oh, er ist ja wirklich richtig gut. Nachdem Tayo gesehen hat, was für gute Arbeit der andere Tayo leistet, muss er an seine Fahrgäste denken. Vielen Dank, Tayo. Danke, dass du da bist, Tayo. Du bist der beste, Tayo. Es gibt wirklich viele nette Fahrgäste. Ich denke, ich fahre wieder zurück. Sternentayo! Hallo, was ist los? Jetzt mache ich meine Arbeit wieder weiter. Aber wirklich vielen Dank. Also willst du wieder arbeiten? Ja, du kannst jetzt wieder zurückgehen. Nein, ich werde den Job weitermachen. Was? Du wolltest nicht mehr arbeiten, also werde ich der echte Tayo sein, der hart arbeitet. Und du kannst weiterspielen. Du willst der echte Tayo sein? Ja, es denken sowieso schon alle, dass ich der echte bin. Nein, meine Freunde werden es sicher sofort bemerken. Tayo, der kleine Bus. Tayo! Hallo, Leute! Hallo, Leute! Wer bist du? Ich bin's doch, Tayo! Nein, ich bin der echte Tayo. Ich bin Tayo. Wer ist denn jetzt der echte Tayo? Ich hab keine Ahnung. Alles klar, ich zeig dir jetzt, wer der echte ist. Also, ich denke, das ist der echte Tayo. Denke ich auch. Seht ihr, ich sag doch, ich bin es.
Das ist alles, was du drauf hast, dann pass mal auf. Er kann viel besser pupsen. Dann muss er ja der Echte sein. Ich bin der echte Tayo, warum seht ihr das nicht? Tayo, erinnerst du dich noch, worüber wir vorhin auf der Straße gesprochen haben? Auf der Straße? Natürlich, ich hab dir gesagt, dass Arbeit klasse ist. Genau. Nein, du hast vorhin die Fälschung getroffen. Ich war zu der Zeit auf dem Spielplatz. Was? Während der Arbeitszeit? Tayo würde doch sowas niemals tun. Da war ich nur, weil... Also musst du der Echte sein. Ja, richtig. Aber ich bin der echte Tayo. Ich hab ja solche Angst vor diesem Betrüger. Was sagst du da? Hör auf, du Betrüger! Hör auf, Tayo zu ärgern. Ja, bitte fahr weg. Aber ich bin der Echte. Ihr seid gemein. Ja. Na, was mache ich denn jetzt? Tayo! Hallo! Hallo, Dori. Was ist denn los, Tayo? Warum bist du denn so traurig? Ich habe ein großes Problem. Was? Wurdest du etwa rausgeschmissen? Ja, sie wollen mir nicht glauben, dass ich der Echte bin. Jetzt wird mir erst klar, wie wertvoll meine Arbeit wirklich ist. Tayo, lass uns versuchen, nochmal mit ihnen zu reden, okay? Aber sie werden mir sowieso nicht glauben. Quatsch! Wenn du ehrlich zu ihnen bist, werden sie den Unterschied erkennen. Wirklich? Ja, ich werde mitkommen. Okay. Ich war vorhin wirklich total überrascht. Ich weiß. Leute! Hä? Was machst du denn schon wieder hier? Du weißt doch, du sollst aufhören, Tayo zu belästigen. Nein! Wartet mal einen Moment. Es gibt etwas, das Tayo euch sagen möchte. Ja, was denn? Eigentlich ist das alles passiert, weil ich nicht arbeiten wollte. Ich überließ meine Arbeit dem anderen Tayo und ging stattdessen spielen. Aber ab jetzt möchte ich meine Arbeit gern wiederhaben. Er scheint ziemlich echt zu sein. Das stimmt. Ach, wer ist der Echte? Lasst euch nicht täuschen. Gibt es gar keinen Weg? Ich weiß. Ich sag euch, wer echt ist. Wie denn? Der echte Tayo hat Limo-Flecken auf dem Boden. Mach die Tür auf, Tayo. Okay. Gestern haben ein paar Kinder hier Limo verschüttet. Oh, hier ist es. Das hier ist der echte Tayo. Was? Dann bist du ja wohl. Dann werde ich wohl besser mal fahren. Halt an, du Betrüger. Es tut mir leid, Tayo. Entschuldige, dass wir dich nicht erkannt haben. Ach, macht euch keine Sorgen. Ab sofort werde ich wieder richtig gern arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten und zwar schnell. Dann musst du aufwachen, Tayo. Du kannst nicht arbeiten, wenn du so lange schläfst. Oh, Hanna, was ist mit dem anderen Tayo? Der andere Tayo? Wovon redest du? Es war also nur ein Traum? Genau, und ab mit dir zur Arbeit. Oh, ja. Tayo hat gemerkt, dass er doch sehr gerne arbeitet. Sichere Fahrt, Tayo.